Ja, es war ein schwieriges Spiel. St. Gallen hat es gut gemacht. Darum sind wir umso glücklicher, dass wir das über die Zeit brauchen. Es war ein schwieriges Spiel, obwohl der wahnsinnig gut gestartet hat. Ihr beide Halbzeiten wirklich mit Feuerwehr losgelegt und haben dann in beiden Halbzeiten ein bisschen abgebaut, beziehungsweise die St. Galler sind einfach besser ins Spiel gekommen. Wie kann das passieren? Was hast du für eine Erklärung? Ja, gut, es ist noch schwierig zu sagen, jetzt gerade so nach dem Match, an was das es gelegen hat. Ja, vielleicht auch ein bisschen an der Frische. Ja, gut, bei St. Galler hat man so gemerkt, am Schluss konnte sie auch nicht mehr Druck machen. Also, ja, viele Chancen haben sie dann gleich irgendwo durch nicht gehabt. Wir haben es gut wegverteidigen können. Aber ich glaube, wir müssen sicher noch mal anschauen, dass wir das ja, von hinten sauber rausspielen und gegen vorne unsere Chancen nutzen. Jetzt nach zwei Partien, wo der wahnsinnig viel Goal gemacht hat, jetzt ein knapper Sieg, ist das einzige, was zählt, die drei Punkte. Ja, genau. Ich glaube, wenn du so viel Spiel hast in so wenigen Tagen, dann musst du schon mal auf Resultat spielen. Ja, schlecht haben wir nicht gespielt. Ich glaube, wir können es besser, das wissen wir alle. Aber am Schluss zählen wirklich nur die drei Punkte. Und jetzt die nächste Woche geht es Schlag auf Schlag weiter, eine Reise auf Atalanta Bergamo und dann noch gegen Servet. Wie schaust du die nächste Woche rein? Ja, voller Vorfreude. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres als Champions League spielen. Und nachher haben wir nochmal auswärts gegen Genf am Sonntag ein wichtiges Spiel, das auch nochmal enorm schwierig wird. Ja, wir müssen für die zwei Spiele nochmal rausholen und dann kommt die Nazi-Pause, wo wir sicher gleich runterfahren. Also gratuliere zu diesen drei Punkten und eigentlich weiter so. He? Merci.